Jo Leute, Ibims, eins wildes Bär. Heute möchte ich mit euch ein etwas ernsteres Thema ansprechen, was mich persönlich ziemlich stört. Wie es sich einige vielleicht schon denken werden, rede ich heute mit euch über das Thema für 100 Euro Arsch anfassen. Dieses Format bekommt oder bekam in letzter Zeit Unmaßen an Klicks. Dies ist unter anderem der Grund dafür, dass meine Meinung dazu jetzt erst auftaucht, nachdem der Hype sinkt. Da ich den Titel des Videos wahrscheinlich für 100 Euro Arsch anfassen nennen werde, denkt bitte nicht, dass ich damit Klicks geiern will. Ich möchte nur, dass dieses Video Aufmerksamkeit bekommt. Punkt. Gut, dann fangen wir mal an. Da ich davon ausgehe, dass die YouTuber die Videos wie für 100 Euro Arsch anfassen oder für 300 Euro Blasen machen, mehr Leute fragen, als sie im Video zeigen. Wenn Leute das nicht wollen, wäre das schon sexuelle Belästigung. Paragraphzeichen 184 i. Dieser Content mag vielleicht den ein oder anderen gefallen, ist aber nicht jugendfreundlich. Da Titel der Videos mit einem Sternchen im Wort Arsch oder Blasen versehen ist, werden die Videos auch nicht als werbeunfreundlich oder als nicht jugendfrei geschaltet. Hier mal zwei Ausschnitte vom YouTuber Nizun. Naja, wie ihr vielleicht sehen konntet, haben diese beiden Videos sehr viele Klicks bekommen. Zumindestens für einen YouTuber, der 69.425 Abonnenten hat, stand 19.09.2017, 19:59 Uhr. Da ich momentan keinen Verlauf seiner Abonnenten vorliegen habe, kann ich dazu wenig sagen. Na gut, meine Freunde, das war's. Schaut bei meinem Freund Horrorhuhn vorbei und abonniert ihn.